Warum ließ Harry den Stein der Auferstehung fallen? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video befassen wir uns mit einer Frage, die sich wahrscheinlich schon viele gestellt haben. Nämlich, warum und alles in der Welt hat Harry den Stein der Auferstehung einfach im verbotenen Wald fallen lassen? Warum hat er ihn nicht länger aufbewahrt, nachdem er ihn in seinem Besitz hatte? Im folgenden Auszug bestätigt Harry Dumbledore, dass er den Stein im Wald zurückgelassen hat und dass er kein Interesse daran hat, ihn zu holen. Das Ding, das im Schnatz versteckt war, begann er, habe ich im Wald fallen lassen. Ich weiß nicht genau wo, aber ich werde nicht noch einmal nach ihm suchen. Stimmst du mir zu? Mein lieber Junge, das tue ich, sagte Dumbledore, während seine Mitschüler verwirrt und neugierig schauten. Eine weise und mutige Entscheidung, aber nicht weniger, als ich von dir erwartet hätte. Weiß sonst noch jemand, wo er hingefallen ist? Niemand, sagte Harry, und Dumbledore nickte zu seiner Zufriedenheit. Die Auferstehung ist natürlich eine der sagenumwobenen Heiligtümer des Todes, die auf die Geschichte der drei Brüder Antioch, Cadmus und Ignotus zurückgeht. Die Brüder waren alle Mitglieder der berühmten Familie Peverell. Die Handlung dreht sich um die drei Zaubererbrüder und ihre Fähigkeit, den Tod für eine kurze Zeit zu überlisten. Nachdem sie den Tod besiegt hatten, wurden sie von einer Personifikation des Todes unter dem Vorwand, ihn zu gratulieren, mit drei Geschenken bedacht. Den Elderstab, den Stein der Auferstehung und den Unsichtbarkeitsumhang. Kurz gesagt, jeder der Brüder wählte eines der Geschenke, die ihm der Tod überreicht hatte. Ignotus, der Jüngste, entschied sich für den Unsichtbarkeitsumhang. Cadmus, der mittlere Bruder, für den Stein der Auferstehung und Antioch, der älteste Bruder, für den Elderstab. Aus dem Märchen von den drei Brüdern. Da beschloss der zweite Bruder, der ein arroganter Mann war, den Tod noch mehr zu demütigen und bat um die Macht, andere von den Toten zurückzurufen. Da nahm der Tod einen Stein vom Flussufer, gab ihn ihm, den zweiten Bruder, und sagte, dass der Stein die Macht hätte, die Toten zurückzubringen. In der folgenden Passage aus Kapitel 34 der Heiligtümer des Todes sehen wir, wie Harry den Stein aus den Fingern gleiten lässt. Ich dachte, er würde kommen, sagte Voldemort mit seiner hohen, klaren Stimme, den Blick auf die aufsteigenden Flammen gerichtet. Ich habe erwartet, dass er kommt. Niemand sprach. Sie schienen genauso verängstigt zu sein wie Harry, dessen Herz sich jetzt gegen seine Rippen warf, als wolle es dem Körper entkommen, den er gleich beiseite werfen würde. Seine Hände schwitzten, als er den Unsichtbarkeitsumhang abnahm und ihn mit seinem Zauberstab unter seinem normalen Umhang versteckte. Er wollte nicht in Versuchung kommen zu kämpfen. Ich habe mich wohl geirrt, sagte Voldemort. Du hast dich nicht geirrt. Harry sagte es so laut, wie er konnte, mit aller Kraft, die er aufbringen konnte. Er wollte nicht ängstlich klingen. Der Stein der Auferstehung glitt zwischen seinen gefühllosen Fingern hindurch und aus dem Augenwinkel sah er, wie seine Eltern Sirius und Lupin verschwanden, als er nach vorne in den Feuerschein trat. In diesem Moment hatte er das Gefühl, dass niemand außer Voldemort wichtig war. Es gab nur noch sie beide. Du wirst dich also fragen, warum Harry ein Artefakt, das vom Tod selbst geschaffen wurde, einfach fallen lassen sollte. Schließlich soll der Stein der einzige Gegenstand sein, der die Geister der verstorbenen Angehörigen des Besitzers zurückbringen kann und sich aktiviert, wenn er dreimal in der Hand des Benutzers gedreht wird. Das scheint eine Menge Macht zu sein. Harry benutzt sie natürlich, um die Bilder seiner Mutter und seines Vaters zu beschwören. Ursprünglich dachte man, dass der Stein die Toten zurückbringen würde, aber in Wirklichkeit bringt er nur einen Schatten dieser Person zurück. Es wurde gesagt, dass die erzeugten Schatten weniger substanziell als lebende Körper, aber viel mehr als Geister sind. Und Harry beschrieb sie sogar als durchsichtig und erzeugte einen Patronus-ähnlichen Effekt, der ihm half, sich vor Dementoren zu schützen. Im Grunde war die Unfähigkeit des Steines, den Tod richtig zu überlisten, die Art und Weise, wie der Tod den arroganten Peverell-Bruder bestrafte. Es gab den Menschen nur einen Vorgeschmack darauf, wie es sein würde, mit diesem Menschen wieder vereint zu sein. Und in Cadmus' Fall brachte er sich um, noch einmal mit dem Mädchen zusammen zu sein, das er liebte. J.K. Rowling fügte später noch hinzu, als sie gefragt wurde, ob der Stein jemals gefunden werden würde oder nicht. J.K. Rowling, ich glaube nicht. Ich stelle mir vor, dass er von einem Zentaurenhuf in den Boden gedrückt wurde, als die Zentauren den Hogwarts-Jägern zu Hilfe eilten und danach begraben wurde.
Ich hoffe, das hilft, die Frage zu beantworten, warum Harry den Stein einfach fallen lassen würde. Also, um das Ganze nochmal deutlich darzustellen, der Stein der Auferstehung war nicht wirklich ein Stein, um die Toten ins normale Leben zurückzuholen, sondern eher etwas mehr als ihren Geist, jedoch nicht ihren Körper und ihre vollständige Seele. Meiner Meinung nach hat Harry den Stein deshalb fallen gelassen und es auch als falsch empfunden, den Stein wiederzufinden. Was ist deine Meinung? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.